Willkommen zum Video des Automagazins Tuning Blog zum Thema Zero DS, ein Elektromotorrad, das mit seiner wuchtigen Erscheinung und modernen Technik beeindruckt. Wenn ihr Informationen zu einem anderen Fahrzeug benötigt, sendet uns gerne eine E-Mail an kontakt@tuningblog.eu oder hinterlasst einen Kommentar unter diesem Video. Hier steht sie also, die Zero DS in Marlinefarbe. Dieses Bike fällt durch sein imposantes Gewicht von 239 Kilogramm auf. Ein Wert, der an das Gewicht einer BMW R1300 GS heranreicht. Angetrieben wird sie von einem Elektromotor, wie es bei Zero Motorcycles Standard ist. Dieses Modell entspricht einer 125er Maschine mit einer Nennleistung von 11 Kilowatt, was ungefähr 15 PS entspricht. Das bedeutet, dass jeder mit einem A1-Führerschein oder einer B196-Erweiterung die Zero DS fahren darf. Die Leistungsspitze liegt dabei sogar noch höher, was in Kombination mit der Technik eines Elektromotors für einige Überraschungen sorgt. Zero gibt für dieses Bike eine Höchstgeschwindigkeit von 139 Stundenkilometern an, was im Vergleich zu einer klassischen 125er ordentlich was hergibt. Das Bike ist zwar deutlich teurer als andere 125er Modelle auf dem deutschen Markt, stolze 8.400 Euro, bietet jedoch den Vorteil, dass es nahezu lautlos fährt. Für diesen Preis erhält man durchaus auch gleich drei Top-Modelle der 125er-Klasse, wie die Honda CB125R, Yamaha MT125 und die Duke 125. Doch Zero setzt hier auf den Fortschritt und den Fahrspaß der leisen Elektromobilität. Und das hat seinen Wert. In Sachen Reichweite zeigt sich die Zero DS flexibel. Je nach Fahrweise kann man eine beachtliche Strecke zurücklegen. Das Bike verfügt über 5 Fahrmodi: Standard, Regen, Eco, Sport und Canyon. Besonders interessant ist der Canyon-Modus, der es ermöglicht, beim Abbremsen in Serpentinen die Reichweite durch Rekuperation zu verlängern. Dadurch kann es sogar passieren, dass man mit mehr Restreichweite zurückkommt, als man beim Start hatte, da im Canyon-Modus ständig Energie zurückgewonnen wird. Wenn jedoch einmal auf der Autobahn der Gashebel ganz aufgedreht wird, kann es schnell passieren, dass die Reichweite rapide sinkt. Dies erfordert eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit der Anzeige, da diese stark variiert. Zero gibt die maximale Reichweite mit rund 250 Kilometern an. Im gemischten Modus liegt sie eher bei 170 Kilometern, während auf der Landstraße bei gleichbleibender Geschwindigkeit auch mehr als 170 Kilometer möglich sind. Das Fahrgefühl ist dabei einzigartig. Da das Bike vollkommen lautlos fährt, hört man fast nur den Wind am Helm, was sich in Kombination mit dem Riemenantrieb beinahe gespenstisch anfühlt. Das verstellbare Windschild lässt sich ohne Handschuhe justieren, was bei Fahrtwind für angenehmen Komfort sorgt. Auch im Stadtverkehr ist die Zero DS ein echter Genuss, denn das ständige Schalten und Kuppeln entfällt. Hier muss nur der Gashebel bedient werden. Und schon bewegt sich das Bike wie von Geisterhand durch den Verkehr. Ein zusätzliches Highlight ist der Rangiermodus, der das Manövrieren in engen Parklücken erleichtert. Bis zu 5 Stundenkilometer sind im Vorwärts- oder Rückwärtsgang möglich, was besonders praktisch beim Einparken ist. Zum Aufladen kann die Zero DS entweder an eine normale Haushaltssteckdose angeschlossen werden, was etwa 4,5 Stunden dauert, oder an einen Schnelllader, der den Akku in 1,5 Stunden füllt. Optional lässt sich sogar ein zusätzlicher Akku installieren, der die Ladezeit erheblich verkürzt. Das TFT-Display ist ein echtes Plus. Es zeigt neben Temperatur und Fahrmodus auch die verbleibende Reichweite und den aktuellen Verbrauch an. Das Bike bietet serienmäßig ein Anti-Blockiersystem sowie eine Traktionskontrolle und das Gefühl, auf diesem großen Motorrad zu sitzen, ist definitiv etwas Besonderes. Man kann zwischen verschiedenen Versionen wählen, darunter auch die leistungsstärkere DSR-Variante. Das Modell mit 11 Kilowatt ist für Fahranfänger und Fahrer mit B196-Führerschein ideal und lässt sich günstig versichern. Dennoch verfügt es über satte 45 PS in der Spitze, sodass man hier wirklich zwei Motorräder in einem bekommt. Ein sanftes A1-Bike und ein echtes Elektromonster. Preislich bewegt sich die Zero DS mit 8.400 Euro in einem gehobenen Segment. Wer jedoch für die Zukunft gerüstet sein möchte und Wert auf moderne Mobilität legt, trifft mit der Zero DS eine exzellente Wahl. Sie bietet Fahrspaß, überzeugt mit einer beeindruckenden Beschleunigung aus dem Stand und ermöglicht ein entspanntes und leises Fahrerlebnis. Die Zero DS ist damit ideal für alle,
die sich an die Elektromobilität herantasten möchten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, und bis zum nächsten Mal auf weiteren spannenden Ausflügen in die Welt der Motorräder.